Wer auf TikTok viel unterwegs ist, dem dürfte die militante Veganerin nicht unbekannt sein. Bekannt geworden ist sie auf TikTok durch ihren kontroversen Weg, sich für Tiere einzusetzen. Doch nachdem sie sich dafür entschieden hat, mit OnlyFans anzufangen, haben die Leute angefangen, die militante Veganerin komplett zu hinterfragen. Weil wie komisch ist es bitte, die ganze Reichweite darauf aufzubauen, dass du dich für Tiere einsetzt, um am Ende dein Geld verdienen zu können mit OnlyFans? Da wundere ich mich nicht, wenn selbst ihre eigenen Zuschauer sich jetzt verarscht fühlen. Weil wenn ich eine Person für ihren Aktivismus supporten würde, nur damit sie am Ende OnlyFans machen kann, würde ich mir auch denken, ey, wen habe ich da gerade geholfen, groß zu werden? Hat diese Person einfach das Leid der Lebewesen dafür ausgenutzt, um am Ende den Cash zu machen? Das und vieles mehr gucken wir uns heute an. PS, falls du ihre Leaks schon gesehen hast und sie auch verstörend fandst, dann like dieses Video und abonniere mich. Und das ist einfach nur, damit ich gucken kann, wie viele. Nicht, weil ich Abos will. Halten wir fest, die militante Veganerin hat OnlyFans angekündigt und alle dachten wegen dem 1. April, ey, ja, die macht nur schlechte Witze. Das ist nur ein April-Scherz. Doch einen verdammten Tag später postet sie in ihrer veganen Unterwäsche ein Bild mit folgender Beschreibung. War wohl doch kein April-Scherz, oder? Dieter Bohlen, wolltest du mich nicht streicheln kommen? Bussi, deine Veganerin. Viermal nein. Und alle haben gedacht bzw. gehofft, dass sie keine sexuellen Inhalte von sich hochlädt. Und auch ich dachte mir, ey, bitte lad da einfach nur ein bisschen Gemüse hoch. Lad da ein bisschen Karotten, ein bisschen Eisbergsalat, ein bisschen Zucchini hoch. Aber bitte, nein. Dann wollte ich mich vergewissern, dass sie da vielleicht wirklich nur Gemüse hochgeladen hat. Und das war der größte Fehler meines Lebens. Ich bin immer noch verstört und nein, ich übertreibe nicht. Weil ihr müsst euch das so vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr seht so jeden Tag eine Person, ihr seht so jeden Tag mich, so, ich mach Real Talk, hier, da, der TikToker ist blöd, der TikToker hat euch angelogen, Real Talk, gucken TV näher. Auf einmal sage ich irgendwann, ey Freunde, für 20 Dollar könnt ihr mich auf OnlyFans abonnieren, dann geht ihr drauf oder findet irgendwelche Leaks von mir und seht mich, wie ich, keine Ahnung, Alter. Nee, ich erspare euch doch ein Kopfkino. Und das gleiche bei ihr einfach, sie war in meinem Kopf in einer Schublade, wo sie drin gehörte. Auf jeden Fall gehört sie nicht in die Schublade, wo sie jetzt drin ist. Aber was hat man anderes erwartet bei so TikTokerinnen wie sie? Das Schlimmste kam aber noch nicht. Habt ihr euch mal ihr OnlyFans angeschaut, Digga? Nein? Doch? Pech, du guckst nochmal. Sie ist nicht mehr die militante Veganerin, ab jetzt ist sie die wilde Veganerin. Animal Liberation. Freunde, ich kann kein Englisch. Heißt das, dass sie auf Tiere steht? Ey, aber ich kannte das Wort wirklich nicht. Das heißt Befreiung. Tierbefreiung. Schmerzschuelle Befreiung. Digga, aber warte mal, hier steht Schmerzschuelle Freiheit für Mensch und Tier. Bruder, sie versucht dieses Tierthema so auszupressen. Was hat die Schmerzschuelle Freiheit von Tieren in einem OF-Account zu suchen, wo du Bilder von dir verkaufst, wo du irgendwelche Dinge machst, Alter? Real Talk, sehr, sehr komisch. Ich bin Raffaela, hier, die wilde Veganerin. Das erwartet dich bei mir. Schmut und Lingerie Content, tägliche Pics, 24-7 privater Chat, ich antworte auf alle eure Nachrichten. Ey, ganz kurz dazu, das ist der größte Cap. Denkt ihr wirklich, dass wenn ihr sie auf OF abonniert, dass sie mit euch Dirty Talk macht oder mit euch schreibt oder sonst irgendwas? Denkt erstmal realistisch. Wie soll sie überhaupt, nachdem sie live ist, hier ist, Videos macht, auf die Straße geht, überhaupt mit euch schreiben? Ich erkläre euch mal, wer mit euch schreibt. Also ich denke, ihr Freund oder der... Der extreme Veganer! Ja, aber schaut mal, es kann sein, dass sie vielleicht zufällig random hier und da nebenbei mal auch selber mal antwortet, aber eine nette Dame hat mir mal gezeigt, dass sie ein Angebot bekommen hat von so OnlyFans-Manager und die haben dann gesagt, ey, wir haben ein krass Angebot für dich, du musst nichts machen außer Bilder. Wir antworten auf Nachrichten, wir machen dies, wir bearbeiten das und wir antworten auf Nachrichten, heißt, ihr schreibt nicht mit ihr, sondern mit irgendwelchen Typen, Junge! Heißt, wenn ihr dachtet, sie hat euren Jarak bewertet, dann liegt ihr falsch, es war irgendein Typ. Das gleiche auch bei den ganzen anderen Menschen, die OnlyFans machen. Vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, die das selber machen, aber 90% haben einen Manager, die alles übernehmen und das Einzige, was die machen, ist der Content. Da müsst ihr auch realistisch denken. Die meisten Frauen ekeln sich sogar vor Schmanni-Bilder, so, und denkt, die haben Bock, mit die irgendwie 70 Typen zu schreiben, die alle zu ihr sagen, oh, ich will das mit dir machen. Oh ja, denkt ihr das, Digga? Ey, ich hatte sogar vor, für diese Szene, während sie live ist, da zu abonnieren, damit ihr zu schreiben. Aber ich sag euch ehrlich, Digga, diese 20 Euro werden mir zu schade dafür, Junge. Einfach, die will 20 Dollar im Monat, Bruder. Digga, die sieht aus wie Naruto. Was für 20 Dollar, Mann? Nee, Spaß, nichts gegen Außen, ich sag mich selber nicht. Ja, ich hab verstanden, es ist mein Joke gewesen, okay, sorry. Dann scammt sie euch mit geheimer Extra-Content im Privatchat. Das wird niemals was sein, was sie gerade eben gemacht hat. Das wird irgendwas sein, was sie so, keine Ahnung, vor einer Woche schon mal aufgenommen hat. Ihr müsst diesen Typen, der mit euch schreibt, unter Druck setzen. Ihr müsst sagen, ey, schick mal jetzt ein Bild, wo mein Name drauf steht.
Neben deinen Nippel. Videos mit Toys, GG, BG. Ich weiß nicht, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Zip-Ratings von irgendwelchen Typen und Fetische sind Wünsche willkommen. Was? Auf jeden Fall, der ganze Spaß kostet $20 und ich sage euch ehrlich, Digga, wer auf Ernst, ne, scharf auf sie war und sich dachte, ey Bruder, ich will $20 dafür bezahlen, damit ich mir sie jetzt angucken kann und gönnen kann. Bruder, du bist verloren. Boah, du bist verloren! Junge, wie konnte dieses Video so abdriften? Ich habe voll professionell angefangen und jetzt pleite ich sie als Naruto, als mein Kindheitsheld.